Gestern ist eine Entscheidung gefallen, meine Damen und Herren, und diese Entscheidung haben die Anleihemärkte getroffen und die halten eine Botschaft vor, diese Anleihemärkte, und sagen, oh, da kommt eine dicke Rezession und die Fed wird aber weiter die Zinsen anheben und die Zinsen dann versuchen, auf diesem Niveau zu belassen, und dadurch kommt diese fette Rezession. Deswegen sehen wir, dass die Anleiherenditen fallen, einpreisend eben diese Rezession auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diese Rezession eben nicht gut für Aktien sein wird. Wir haben Warnungen gestern von Target, von Micron, dem Chip-Hersteller, der die Produktion um 20% kürzt wegen fehlender Nachfrage. Also wir sehen, dass vor allem die Anleihemärkte jetzt auf die konjunkturelle Situation reagieren, auf die Aussagen der Fed reagieren. Und das hat eine Botschaft, die vielleicht von den Aktienmärkten nicht sofort, nicht unmittelbar umgesetzt wird, aber perspektivisch umgesetzt werden muss, denn es sind eben die Triebkräfte, die jetzt wirken. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an. Wirkt ja ein bisschen unspektakulär. Okay, wir haben beim Nasdaq 1,5% Minus wegen Micron. Wir sehen aber auch, dass die Small Caps, die ja sehr stark auf Konjunktur, auf Rezession Sorgen oder Konjunkturhoffnungen reagieren, auch über 1,5% im Minus sind, und wir sehen, Dow Jones hält sich noch am besten, S&P mit 0,8%, aber wenn wir uns mal die Sektoren anschauen gestern, dann sehen wir, dass Utilities vorne sind, Consumer Staples, also defensive Sektoren, dann Healthcare, die sind also ganz vorne, während unten Consumer Discretionary, Technology und Energy eben jene Sektoren, die von Konjunkturhoffnung profitieren oder die profitieren, wenn die Konjunktur normalerweise gut läuft, wenn Risk On angesagt ist. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eine wirklich zentrale Botschaft. Die Zinskurve zwischen der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die wird immer invertierter. Wir sind jetzt 63 Basispunkte, also minus 0,63% im Negativen. Das ist mehr als während des Corona-Crash und das ist auch mehr inzwischen als bei der Finanzkrise, müssen wir uns mal vorstellen. Nur in der Dotcom-Blase war es noch ein Ticken mehr. Und was gestern passiert ist, das sehen wir hier, und das ist für mich der zentrale Chart heute, den Sie beachten sollten. Das sehen Sie im unteren Chart. Da sind die verschiedenen Anleiherenditen mit Laufzeiten. Die ganz oben im unteren Chart, das ist die zweijährige Anleihe, die sehr, sehr stark auf eben Fed-Politik, kurzfristige Fed-Politik reagiert. Da sind die Renditen praktisch nicht gefallen, weil man sich sagt, naja, die Fed wird weiter die Zinsen anheben und oben halten. Warum sollen wir dann im kurzen Zeitfenster mit fallenden Renditen reagieren? Aber die langer laufenden Anleihen, und hier sehen Sie 5, 10 und 30-jährige US Staatsanleihen, die sind deutlich im Sinkflug, weil sie eben erwarten, dass die Fed die Rezession auslösen wird, dementsprechend die Inflation später fallen wird, dementsprechend die Renditen fallen. Das heißt, wir sehen eine klare Unterscheidung, die länger laufenden Staatsanleihen, die preisen die Rezession ein, die zweijährige Staatsanleihe preist die hawkische Fed ein, wenn man so will. Jetzt könnte man mit Ed Yardeni, der schon seit langem sehr bullish ist, sagen, ja, guckst du, wir haben doch jetzt den Hochpunkt der Renditen gesehen. Die 10-jährige Anleiherendite in den USA, die war bei 4,32%. Jetzt sind wir so um und bei 3,7%, also ein halbes Prozent, 0,6%, mehr als 0,6% ist es mit den Renditen nach unten gegangen. Ziemliche Strecke, das ist also doch durchaus ein Weg. Jetzt sagt Yardeni, ja, okay, immer wenn die 10-jährige Anleiherendite toppt, dann finden die Märkte ihren Boden. Deswegen sagt er, dass wir den Boden bereits gesehen haben. Aber ich glaube, dass Yardeni eben Folgendes nicht beachtet, nämlich diese massive Invertierung der Zinskurven, die, wie gesagt, jetzt so stark invertiert ist wie seit 1982 nicht mehr. Und normalerweise ist es so, dass Aktienmärkte dann nicht sofort drauf reagieren. Hier sehen wir mal Dotcom-Blasen-Crash und Finanzkrise. Da ist es teilweise dann nach Invertierung der Zinskurve, geht es in der Regel noch ein Stück weiter, bis die Aktienmärkte dann praktisch den Wink mit dem Zaunfall praktisch wahrnehmen und verstehen, dass also die Konjunktur absäuft. Deswegen die Zinskurven invertieren. Normalerweise rentieren ja kürzer laufende Staatsanleihen weniger hoch als länger laufende Staatsanleihen. Nein, das ist logisch, weil je länger ich jemand Geld leihe, umso höher ist ja mein Risiko, dass diese Zahlung, dass es keine Rückzahlung gibt. Aber hier die Invertierung der Zinskurve ist eine Botschaft in Sachen Rezession.
und damit auch eine Botschaft eben für die Aktienmärkte, denn die reagieren, wenn die Wirtschaft abschmiert, wenn die Wirtschaft schwächer wird, dann sinken die Unternehmensgewinne, dann sinken in der Regel auch die Margen. Wir haben gestern gesehen, und das ist auch auffällig, dass wir gut leichte Schwäche beim S&P 500 hatten, aber vor allem der Dollarindex weiter fällt. Normalerweise war das Spiel ja fallender Dollar gut für Aktienmärkte und andersrum, aber jetzt fällt der Dollar eben auch, weil man sich sagt, naja, die US-Konjunktur, die sendet schon klare Rezessionssignale. Wir sehen, dass die Renditen gefallen sind, vor allem die der länger laufenden Staatsanleihen. Normalerweise war das positiv für den Nasdaq. Fallende Renditen ist Risk-on gewesen lange Zeit. Das hat sich jetzt ein Stück weit entkoppelt und das ist so in gewisser Weise der Game-Changer, den wir jetzt sehen. Wir sind in einer neuen Phase, wo sich Tech-Werte und Anleiherenditen ein Stück weit entkoppeln, die vorher fast synchron gelaufen sind, weil die Anleihemärkte die Rezession einpreisen. Deswegen fallen die Anleiherenditen und die Aktien müssen eben auch die kommende Rezession einpreisen. Deswegen steigen die Aktien zumindest nicht. Das ist die Logik hinter diesem ganzen Geschehen. Ich hoffe, Sie können mir folgen, meine Damen und Herren, in diesem Erklärungsansatz. Hier sehen wir mal den Dollarindex, der jetzt fast auf der Unterstützung von 104 angelangt ist. Das war das Ausbruchsniveau. Dann kam ja dieser Spike nach oben. Zu erwarten ist, dass bei 104 im Dollarindex in diesem Chart von Capital.com dann zunächst mal Unterstützung ist und der Dollar da wieder einen Rebound macht. Aber, meine Damen und Herren, was ist das große Problem von den Aktienmärkten? Das bringt hier diese Aussage auf den Punkt. Fighting the Fed creates the risk that the Fed itself has to fight back. Wenn die Märkte gegen die Fed kämpfen, dann muss die Fed zurückkämpfen, muss zurückschlagen by becoming more hawkish. Die muss mehr hawkischer werden, mindestens rhetorisch, um zu vermeiden, dass die Finanzkonditionen, die Financial Conditions sich immer weiter aufweichen. Das passiert damit. Steigenden Aktienmärkten haben die Leute gefühlt mehr Geld, geben mehr Geld aus, erhöhen damit die Nachfrage, damit steigt die Inflation, die ja praktisch das Ungleichgewicht zwischen zu großer Nachfrage und zu wenig Angebot ist. Also die Fed hawkisch, wir haben heute Kaskari, Bostic und noch einen, wer war sie, muss man mal schauen, wer war jetzt Bowman, die sich heute äußern werden, aber wir waren bei der hawkischen Fed, die muss also hawkischer werden und jetzt gucken wir uns mal an, was gestern spätabends deutscher Zeit Chris Waller, der Spezi von Jerome Powell, gesagt hat. I cannot emphasize enough that one report, und damit meint er den Inflationsbericht, does not make a trend. Ja, also ich kann euch nur warnen, policymakers cannot act based on hope. Wir können nicht auf Hoffnung reagieren. I will not be head faked by one report. Also er spielt diese niedrigere Inflation, die wir jetzt letzte Woche, letzten Donnerstag gesehen haben, bei den US-Inflationsdaten, die spielt er nach unten. Hawkische Rhetorik, was will er eigentlich? Wahrscheinlich weiß er, dass die Inflationsdynamik schon nachlässt. Aber er will eben nicht, dass die Financial Conditions sich weiter auflachsen sozusagen. Er hat seine Rede überschrieben, a word of caution on inflation. Also er tut so, als wäre die Inflation noch das große Problem, was sie wahrscheinlich nicht mehr ist. Wir sehen, dass die Mieten zum Beispiel schon relativ deutlich fallen. Größter Fall jetzt im Oktober seit Aufzeichnung. Sondern er will vermeiden, dass die Financial Conditions sich immer lockerer machen, die ja durch die fallenden Anleiherenditen auch lockerer werden. Das muss man dazu sagen, nebst steigenden Aktienmärkten, die eben dann die Renditen, die dann auch die Financial Conditions eben aufweichen. Jetzt hat Waller dann weiter gesagt, es macht mich nervös, dass die Businesses are factoring in a lot of wage growth, also Lohnsteigerungen. Er fürchtet also eine Lohnpreisspirale. Er sagt, we have a long way to go and will require increases into next year. Wir haben noch einen weiten Weg mit unseren Zinsanhebungen vor uns. Ja, also Bums, 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 da wird draufgehauen auf die Märkte. Hawkisch, hawkisch, hawkisch reagiert endlich. Und die Märkte so, was ist los? Wir machen mal weiter. Goldman Sachs hat jetzt seine Prognose wohl auch aufgrund der Aussagen von Waller jetzt angehoben, was die Terminal Rate betrifft, also praktisch den Zinsgipfel jetzt zwischen 5 und 5,25%. Also deutliche Botschaft der Fed und die Fed hat gestern in Gestalt der Kansas Fed-Chefin Esther George auch klar gemacht, die Inflation ist wahrscheinlich nicht zu stoppen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu bringen. Sie sagt vor allem, der Service-Sektor hatte stark inflationäre Tendenzen, das dürfte weitergehen. Auf der anderen Seite sehen wir eben diese Abschwächung. Target gestern mit geradezu katastrophalen Aussagen, die Aktie 13% im Minus. Micron, dieser Chip-Riese, wie schon gesagt, schraubt Produktion und Investitionen zurück wegen mangelnder Nachfrage. Gestern dann auch Zahlen von Nvidia
Earnings miss, aber Revenue beat, die Aktie volatil. Aber wenn wir uns nochmal bei Target die Zahlen anschauen, dann sehen wir, Net Income ist 52% gefallen, weil eben die Inflation die Konsumenten belastet. Man hat gesagt, dass die Diebstähle um 50% gestiegen sind. Über 400 Millionen Dollar hat man dadurch verloren, durch Diebstahl. Das muss man sich mal vorstellen. Americans are feeling the pain from inflation. Und wir haben gestern auch gesehen, den Homebuilder Confidence Index, also praktisch die Stimmung unter Häuslebauern, auf 33 gefallen, im absoluten Sinkflug. Es geht so rapide bergab. Kein Wunder, die 30-jährigen Hypothekenzinsen bei 7,2%, die Nachfrage nach diesen Hypothekenkrediten zu niedrig wie seit 1997 nicht mehr. Und von diesem Hausmarkt, da wird die Rezession ausgehen. Das ist einer der Punkte. Und weil die Amerikaner sich mit Krediten vollgesaugt haben und die Kreditkartenraten steigen, die durchschnittliche Kreditkartenzinsbelastung liegt jetzt bei knapp 17%. Diejenigen, die ganz unter Wasser sind, haben über 20% Zinsen, die sie da auf Kreditkartenschulden bezahlen. Das ist Highest Interest Rate on Credit Cards seit 1995. Jetzt sind da in diesen Daten die neueste Zinsanhebung von 75 Basispunkten noch gar nicht einberechnet. Also es knallt an allen Fronten. Und wenn wir nochmal zu diesem Homebuilder-Optimismus kommen, also der Stimmung der Häuslerbauer, dann sehen wir, dass kein Bullenmarkt beginnt, wenn die Stimmung nach wie vor im freien Fall ist. Das ist ein Frühindikator für Employment, für Stimmung, für Investitionen etc. Das heißt, solange wir hier nicht nach oben drehen, bei diesem Homebuilder-Sentiment hat noch kein Bullenmarkt begonnen. Wir sehen beim NYSE Composite New Highs gegen New Lows, dass da jetzt ein Szenario eintritt, wenn wir hier zu den Märkten kommen, das so ähnlich schon öfter in diesem Jahr gewesen ist. Kaum gibt es mehr Highs als Lows, dreht die ganze Geschichte. Aber zunächst mal, was ist eigentlich eines der ganz großen Risiken? Geht aus meiner Sicht vom Kryptomarkt aus. BlockFi hat jetzt den Insolvenzantrag gestellt, der Kryptoverleiher, auch Genesis. Und all das sind Counterparty-Risiken, also praktisch, weil die Firmen ja miteinander vernetzt sind, miteinander interagieren, da entstehen Risiken, so wie es damals bei AIG, dem Versicherungskonzern, in der Finanzkrise war, der, wenn er pleite gegangen wäre, die gesamte Finanzwelt in den Abgrund gerissen hätte, so viel ist klar, deswegen musste man AIG retten, da hing so viel dran. Damals eine fast unbekannte Firma, die aber so wichtig war am Markt, weil praktisch alle Rückversicherungen darüber gelaufen waren. Also hier Contagion, da ist Ansteckungsgefahr ganz massiv. Und Michael Guyett weist darauf hin, dass bei der Pleite von Lehman Brothers die Märkte auch erstmal entspannt waren, als die mit Pleite ging, ich kann mich erinnern. Und da war gar nicht viel an den Märkten. Es hat gedauert, bis es dann irgendwie klar wurde, boah, da ist Contagion, da ist Ansteckung. Da wusste keiner mehr, ja, ist mein Gegenüber, mit dem ich hier Handel treibe als Bank, ist der überhaupt noch in der Lage oder habe ich da Ausfallrisiken? Wenn der plötzlich Risiken in den Büchern hat, von denen ich nichts weiß, dann ging es später nach unten. Und wir haben nach wie vor, es ist so eben diese Analogie zu den Jahren 2008, 2009, muss natürlich nicht so kommen. Ja, also das ist nur eine auffallende Analogie jedenfalls. Das heißt nicht, dass es so kommt, aber es ist zumindest eine Struktur, die wir hier erkennen. Genauso erkennen wir eine bearish rising wedge beim S&P 500. Wir sehen, dass wir jetzt bei dem S&P 500 bei 3960 immer wieder so einen Boden gefunden haben. Da haben wir jetzt drei, vier Anläufe gehabt, sind nicht runtergefallen. Gut möglich, dass wir jetzt nochmal einen Schwaps nach oben machen, dass wir also nochmal nach oben gehen. Oben sehen wir dann im RSI, würde sich dann diese negative Divergenz auswirken. Und wir sehen hier Dow Jones Daily nach diesem massiven Anstieg. Diese täglichen Kerzen, die wir da sehen, sehen auch nicht so furchtbar bullisch aus. Also da ist schlichtweg Vorsicht angesagt. Wir haben ja eine sehr, sehr deutliche Rallye gesehen und die Stimmung wird immer besser. Wir sehen hier Fear and Greed Index bei 65 jetzt im Bereich Gier und wir sehen, dass auch die Stimmung der US-Privatinvestoren mit dem Anstieg an den Aktienmärkten wieder deutlich bullischer geworden ist. Natürlich noch nicht wirklich komplett bullisch, aber immerhin 33,5% Bullen. Das ist der höchste Wert seit vielen Wochen. Das war vorher noch ein bisschen anders. Da war die Stimmung deutlich schlechter. Also alle erwarten irgendwie die Jahresendrallye. Alle sagen, Mensch, Hauptsache nochmal schnell rein, dann kriegen wir nochmal die super Jahresendrallye.
Die kommt vielleicht, aber noch nicht jetzt. Die kommt vielleicht Mitte Dezember, wenn vorher noch mal richtig was nach unten gekommen ist, was dann den meisten Leuten den meisten Schmerz wiederum zufügt. Das wäre alles nicht gerade untypisch für die Märkte. Wir sehen jetzt auch das erste Mal eine Invertierung der Zinskurven der Zweijährigen und der Zehnjährigen in Deutschland. Hatten wir zuletzt in der Financial Crisis, meine Damen und Herren. Das ist auch schon 2,5 Tage her. Und interessante Berichte. China hat seine Banken aufgefordert, einen Bericht über ihre Liquidität zu geben, nachdem wir massive Probleme an den Anleihenmärkten in China haben. Daraufhin der Yuan zum Dollar deutlich verloren. Zwei Hinweise, meine Damen und Herren, auf Artikel. EZB schlägt Alarm. Inflation steigert Risiko für Banken und Staaten, sagt die EZB. Geniale Analyse wieder. Also die haben Ideen, wo man sagt, Wahnsinn. Ja? Also wie kannst du so klar, so hellsichtig sein, so vermeintlich weit voneinander liegende Zusammenhänge erkennen, und dementsprechend gibt es so ein bisschen Talk, dass die EZB jetzt nicht nochmal 75 Basispunkte die Zinsen anheben wird, sondern nur 50, weil sie eben Schiss hat, auf Deutsch gesagt, dass da was aus dem Ruder läuft. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, was wenn Europa am Ende sogar zu viel Gas hat, absurde Entwicklungen auch am Energiemarkt, der zweite Artikelempfehlung, und dann die Empfehlung des gestrigen Webinars Making of hinter den Kulissen von Videoausblick und Finanzmarktwelt mit einigen Aussagen, Hermann Köckermann und ich, über Trading, über Investieren, über die Entstehung dieser Videos. Falls Sie es nicht gesehen haben, ich packe den Link nochmal rein. Ich glaube, so ein Video wird es nicht nochmal geben. Das macht man einmal und dann eben nicht mehr, wie sozusagen etwas entsteht, wie hier diese Videos. Also, ich empfehle jetzt die zwei Artikel und nochmal den Link, den ich Ihnen unter das Video packe, wegen des Webinars. Ich sage Servus und Ciao.